Ja, hallo, herzlich willkommen hier zum Ranch Simulator mit dem Kellerkind und dem Marcel. Hallo. So, ist eigentlich die Nacht ziemlich hell, fanden wir. Und dann haben wir gesagt, komm, fangen wir schon mal an. Wir haben einmal ein bisschen Tiere geschossen. Und der Marcel hat dann hier ein bisschen Holz gesammelt. Mehr Ein haben wir nicht bisschen. gemacht. Dabei ist uns aufgefallen, dass unser Kanister weg ist. Den habe ich wohl an der Tankstelle stehen lassen, aber ja, vielleicht findet der Marcel den jetzt nochmal. Aber ich war vorhin nochmal da und habe ihn nicht wiedergefunden. Weil sonst können wir hier keine Bretter schneiden. Ich hatte den nämlich ja leer gemacht. Meinst du, nach dem Mysterium des Kühlschranks haben wir jetzt das Mysterium des Kanisters? So ungefähr. Und ich, Marcel hatte dann die Kühe gemolken. Beide. Okay, dann haben wir ja ein bisschen Milch, um Käse zu machen. Nehmen wir mal die große Kanne hier mit. Brauchen wir nicht zweimal laufen. Wie viel passt denn jetzt in die Milch da rein? 42. 42, ja. Und im Da könnte Eimer man ja passt aber. 7, also bei 2 Kühen reicht eine. So, und hier einmal wegnehmen. Haben wir Käse besorgt. Den packen wir dann zu und dann sollte es auch funktionieren. Ja. Hier wird Käse gekocht. Was recht fix geht, finde ich. Eigentlich hätte es ja schon machen müssen, als wir den da draufgestellt haben. Aber ich glaube, ich Ich muss wohl denke mal. den Topf wegnehmen und dann Ja, hätte ich Milch auch gesagt. reinfüllen, weil können wir ja noch mal einmal ausprobieren. Den Käse können wir hier in unser Vorrats machen wir jetzt. Nur mit Milch. Füllen wir die Milch hier nochmal rein. So, und dann fängt er nicht an. Wenn ich den aber jetzt runternehme und wieder draufstelle, dann fängt er sofort an. Dann machen wir hier mal zwei Sorten. Einmal mit diesem, das ist das Schimmelkäse. Und einmal ohne. Also ich habe den Kanister in der Tanke nicht gefunden. Okay. Und das Produkt ist schon wieder fertig. Ja, aber dann könnte man ja zumindest, also wenn wir 42 dahin bekommen in eine Kanne, könnte man ja überlegen, ob man dann einfach mit 6 Kühen macht. Dann kaufst du noch eine zweite Kanne und dann kannst du alle 2 Tage Käse kochen. Oder Käse herstellen. Ja, Oder drei. aber wir Oder drei wollten ja erstmal Kühe. bei den Hühnern bleiben. Du hast ja da ein bisschen was angezeichnet und da brauchen wir auch ein bisschen Metall für und Metall können wir nur kaufen. Ja, roundabout 2000 kostet uns das Anfangsprojekt. Und wir haben Also jetzt gerade mal ohne das 1000, mit dem ne? Wasser. Wir sind bei 900, ja. Also ohne die Wasserstelle, also wirklich nur das Getreidesilo plus unser, ja, das neue Haus sind, denke ich mal, um die 2000. Also ohne diesen Schimmelkäse geht's schneller. Ja gut, Weil ist ja auch der ist ein. schon bei. Oder habe ich die jetzt verkehrt rum reingetan? Nee, das waren die ersten. Der ist jetzt bei 9 und den ich da nachgemacht habe, der ist schon bei 13. Also ich werde jetzt einfach ein bisschen hier chillen und warten, bis wir 8 Uhr haben, dass ich einen neuen Kanister kaufen kann. Ja, und dann voll machen. Bretter herstellen. Und ich fahre mal den Wagen hier raus und kümmere mich um die Hühner. Futter hatten wir in dem Tag auch noch mal besorgt, weil wir hatten ja gar nichts mehr.
Du könntest aber vielleicht mal eine Volkszählung machen. Ich weiß nämlich gerade so gar nicht mehr, wie viele Hühner wir gerade haben. Ist ja, wenn Nacht ist, ganz gut, weil dann bewegen sie sich nicht. So, komm, geh mal runter. So, ein Hahn. Eins, zwei, drei. Müssten aber zwei sein, da sind zwei Balken. Da sind die noch. Also hier habe ich fünf. Fünf Balken. Wie viele haben wir hier? Da sitzen zwei schon wieder. Da ist noch ein kleines. Da hier sind zwei. Hier sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben sind draußen. Haben wir 12? Also wir waren bei 10 Hennen und einem Hahn mal, bevor wir angefangen haben mit, dass das erste geschlüpft ist und die ersten verstorben sind. So, hier zeigt er mir 3 an. Ja, da ist unten noch eins drunter. Das sind 10, 11, 12. Also ich habe jetzt 12, also 11 Hennen und ein Hahn. Dann sind wir mittlerweile durch die, die geschlüpft sind, einer mehr geworden. So, Eier wieder, nee, leer. Leer und die Befruchteten kommen ja nicht mit raus. Dann sind Eier schon gesammelt worden. Hier ist noch ein bisschen Wasser drin. Futter 4, 7, 6, 7 reicht. Wasser könnten wir auffüllen, solange sich nicht bewegen. Das Wasser ist also auch gefüllt. Dann gehen wir mal zu den Kühen rüber. Was, wir haben noch nie ausprobiert, ob man die morgens und abends melken kann, oder? Ja, ich versuch's jetzt mal. Ach, die schlafen noch. Und die Milchkanne könnte ich aber wieder hier rüber stellen. Kim da nochmal einen Stapel Bretter hier weg. Dann mache ich den Weg nicht umsonst. Kannst du mir gleich einmal sagen, wie viel Schuss du noch hast? Weil Kann wenn ich ich nicht. eh beim Laden bin. So, hier ist schon mal was drin. 40 Planken sind schon mal drin. Ich habe jetzt noch 21 Schuss. Gucken wir mal nach dem Käse. Der ist 56, 28, 21. So, was? Ach, die Milchkanne. Genau, deswegen war ich im Haus. Da, die ist ja leer. Ja, ist der Käse. Ja, der dürfte ja der eine schon bei 60% sein. Die anderen waren so bei 30, 25. Ja, vielleicht kriegt man ja diese Folge noch. Aber die Kühe schlafen noch. Die haben einen guten Tag.
Der Eimer auf dem Tisch war leer, ne? Ja. Da war ja immer ein bisschen Wasser drin, aber das kriegten Die wir ja Bären nicht. schlafen auch noch. Hier sind so viele Bären, die kann ich einfach gerade abschießen vor 8 Uhr, weil die einfach noch schlafen. Aber ich habe keine Munition mehr. Überhaupt nichts mehr. Ne, ein Schuss. Und Oh. die Tiere stehen alle. Hier ist noch, jetzt wo ich gerade hier stehe, Jetzt sind sind sie aber aufgewacht. ein. Ja, die ganzen Tiere stehen alle. Hier ist ein Bär, zwei Okay. Bären, drei Hir zwei Hirsche stehen hier einfach so vor mir rum. Schade, dass ich keinen Schuss mehr habe. Der Eimer ist leer. Ne, die bewegen sich immer noch nicht. Ich weiß nicht, ob die verbuggt sind Also oder. die Kühe kann ich nicht melken, weil jetzt wird mir auch nicht der Eimer darunter angezeigt. Die scheint mich auch nicht zu Ja. mögen, die läuft immer weg. Und Ja, du hast die verrückt. auch so auf ein Auto hierhin transportiert, ne? Ja, aber sicher. Ohne Überschlag. So, Wasser ist auch noch voll. Futter ist 3,21. Das ist okay. Oh, die ist gerade Käse am. Blauschimmel, welchen Käse hast du gemacht? Den, weiß ich nicht, in der Rosé-Verpackung. Ich weiß nicht. Warte mal, ich fahre jetzt zum Laden. Ich habe jetzt gerade noch mal ein bisschen Geld gemacht. Ich kann ja mal gucken. Du hast ja den günstigeren gekauft, Den oder? günstigen für 125, meine ich. Bei Blauschimmelkäse ist bei dem Burgerladen gerade mit 1,7 Multiplikator. Gucken, ob bei den Käse was dran steht. Ne, da stehen nur Prozenten. Also der ist bei Achso, Moment. 86, 41, 34. Wenn wir jetzt Käse herstellen, ne? Die Frage Ja. ist, wie lange der sich hält. Weil es gibt ja auch eine Vorratskammer für Käse. Aber ich glaube, dass ein Du hast Käse wird ja Weißschimmelkäse nicht. gemacht. Aha. Ein Blauschimmel, das ist dann. Für 230. Oh, ist ja billiger geworden. Eben habe ich nicht 250 gelesen. Mach ich nicht, hier kostet gerade 230. Okay. So, was wollte ich denn jetzt holen? Kanister. Ist da überhaupt hier richtig? Nee. Was soll ich noch irgendwas vom irgendwas noch mitbringen? Weil ich bin gerade beim falschen Laden. Kanister. Obwohl. Nee, gibt's hier nicht zu kaufen. Beim Laden. Ich hoffe, den kriegen wir überhaupt nachgekauft. Fahre ich nochmal zum Baumarkt. Ich bin mal gespannt, wann wir den wo irgendwo auf der Karte entdecken. So, jetzt sind wir wieder. Jetzt könnte ich wieder den Eimer drunter stellen, komischerweise. Aber er lässt mich noch nicht runter, also. Oh, da steht irgendwas mittig auf dem Parkplatz. Haben gefunden. Liegt beim Okay. Baumarkt auf dem Parkplatz. Aber da habe ich den noch nicht runtergenommen. Ich hatte den doch runtergenommen, weil ich gesagt habe, auf dem Fahrzeug kriege ich den nicht betankt. So. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob ich ihn aufgestellt habe. Aber dass er dann beim Baumarkt liegt. Baumarkt da in der Ablagezone. Was hast du jetzt noch mal gekauft? Ich habe nochmal einen Kanister gekauft, einen zweiten. Willst du nicht Metall schon mal kaufen? Weil, wenn du schon mal da bist. Kann ich auch machen. Die Frage, was ich gerade nur mir stelle, ist, brauchen wir halt die Vorratskammer für Käse? Also diese. Ich glaube, wir haben ja in dem Haus die Vorratskammer. Da können wir 12 Käse platzieren. Wir haben 1000 Geld. Damit könnte ich mal eben 50 Metall holen.
So, wir haben hier noch Metall liegen. Naja, das sind 19. Und für den ersten Hühnerstall? Brauchen wir 52. Ja. Weil jetzt 10 sind schon mal drin. Wenn du noch 40 kaufst, dann reicht das doch erstmal, oder? Ja, ich habe jetzt 50 gekauft. Oder so. Wird ja nicht schlecht. Ich würde aber mal eben noch die Tiere herlegen, weil die stehen halt immer noch rum. Das ist halt gerade einfach geschenktes Geld. Und da brauchen wir 125 Metall und 50 Zement. Alle Achtung. Okay, jetzt haben sie angefangen, dich zu bewegen. Ja, jetzt lauf. Nee, ich muss nur schneller schießen. Okay. Eiermäßig haben wir ein paar. Haben wir einige. Aber jetzt waren keine mehr drin. Da war auch nichts mehr drin, ne? Also ich schätze mal, Eier sind, weiß nicht, 30, 40 Stück drin. Dann breche ich hier mal den restlichen. Aber er war auch nicht mehr im Angebot seitdem, wie die das letzte Mal verkauft haben. So, dann werde ich hier noch mal ein paar Bäume, die kleinen, die hier hochkommen, ob die überhaupt Holz bringen. Teilweise nicht. Ich hatte Doch, da die schon. für die Blaupausen, die ich da hatte, habe ich ein, zwei weggemacht und da gab es nichts mehr für. Oder gab es noch nichts für. Ja, direkt vor den Hühnerställen. Jeweils ein Stamm. So, dann tanke ich jetzt noch den zweiten auf und dann, also heute ist der beste Tag zum Tierejagen. Die stehen einfach alle nur rum. Ich weiß nicht, ob du auch nochmal los willst dann. Hattest du den Munition geholt, oder? Ja. Also du kannst einfach rumfahren und die Tiere so sehen. Und abschießen. Ich sehe jetzt hier schon wieder das nächste Tier. Ist zwar ein bisschen. Ja gut, ist ja vielleicht gar nicht verkehrt, wenn man es mal vielleicht ein bisschen den Bug ausnutzt, dass die einfach nur rumstehen, weil sonst müssten wir viele, viele Tage wieder farmen gehen und so ist jetzt einmal. Hast du deine Bottiche schon voll? Passt. Also die Kühe bewegen sich, die Hühner auch. Ein Bär wollte mich gerade angreifen. War wohl doch der Und der Einzige. Hirsch bewegt sich hier auch. Echt? Bei mir bewegen die Steht sich zwar nicht. hier neben dem Baum. Und das war eine Einladung. Der liegt auch fast am Auto. Oder liegt am Auto. Und der Also ich hat habe nicht sich. einen Fehlschuss gehabt jetzt. Weil jetzt sich einfach keiner bewegt. Doch, also der hat sich bewegt. Dann stand er neben einem Auto, dann konnte ich ihn halt schießen. Weil es dauert ja immer, bis du von Hand auf die Waffe switcht. Ach, jetzt da bewegt sich jetzt auch wieder einer. Na gut, oder das war irgendwie dann in dem Gebiet da? Ich weiß es nicht. Irgendwo umran muss es ja liegen, weil normal ist es ja nicht. Aber du warst doch da hinten, wo die Bären normalerweise sind, oder? Ja, aber nicht genau auf dem Plateau, sondern so an dem Berg, an der Bergkette da so dran. Längs. Also auf dem Plateau habe ich
keinen Bären gesehen gehabt. Oder vielleicht einen so am Rand. Aber mittig drauf war niemand. Also ich sehe momentan auch kein Tier. Ich habe ja voll den geländigen Wagen, also. Ansonsten können wir uns auch gerne jetzt zu Hause treffen. Ich mache jetzt gerade den Kanister voll und wollte dann Ich glaube, ich verkaufe heimkommen. vorher noch das Fleisch, die 3 Stücke. Was wir haben, das haben wir. So, ja, das kann ich dann auch eben machen. Ich habe ja jetzt 23 Stück Fleisch nochmal. Da ist doch was. Vielleicht auf dem Weg dahin. Was ist da? Ne, das ist nur ein Stein. Aber momentan auch kein Tier gesehen hier. Oder ich bin blind, kann natürlich sein. Oder ich habe sie wirklich jetzt schon alle erlegt. Rinderfrikadelle, okay, da bin ich auch mal gespannt, wie das irgendwann aussieht, wenn wir die haben. So, ich mache jetzt 345 und mache dir Platz hier auf der Fläche. 345 ist aber gut, jetzt sind wir nämlich schon wieder bei 800. So, ich sehe dein Licht. Ja, aber für diesen Getreideding müssen wir noch ein bisschen sparen. Ja, der müsste bei ungefähr 1250 stehen, genau wie das Windrad. Jetzt 926. Ah ne, ich bin zu weit gefahren. Was will ich denn hier hinten? Achso, das Metall reintun. Hattest du das angefangene Stück Stack Metall auch schon reingetan? Ja, die 19 dürften drin sein. Ja, warte mal, fange ich hier schon mal an mit dem Holz? Ich bin auch auf dem Hofgelände. Ja, vielleicht kriegen wir heute noch beides hin. Einmal den Stall fertig machen, plus vielleicht Käse verkaufen. Der eine müsste gut sein jetzt. Hallo, hier ist Schrittgeschwindigkeit. Hab ich doch. Ja. Ja, dein Schritt. Mensch. So, schauen wir mal, wie der aussieht. Der ist rot. Aha. Aber der ist fertig. 100%. Der ohne alles. Und die anderen sind noch nicht fertig. 91 der. Ja, sonst kannst du ja schon mal hier nochmal Planken abholen, vielleicht schon mal das Metall reinlegen. Nimm ruhig auch den Plankenstack da hinten weg. Den mache ich irgendwann, wenn, ja, wenn wir ein bisschen Ja, macht ja Zeit keinen haben oder Sinn, sowas. da Ja. wenigstens solange wir so viel Holz da liegen haben. Ja. Ja, das ist halt so die Notreserve, damit man in der Auffahrnahme nicht mal eben für drei Planken oder sowas Holz besorgen muss. Ja, Aber so gut. viel Holz wie liegt, bis das durch ist. Metall, da kann ich den Ist noch auf überhaupt dem. tragen? Weiß ich nicht. Oh, du hättest aber näher ranfahren können, also. Ne, ich wollte ja hier hin. Soll ich dann das andere Metall schon in diesen Getreideding reintun? Warte vielleicht noch. Ich Hier weiß ist. nicht, wie hell das ist. Ich würde vielleicht da auch mal, also ich war mir überlegen, ob man da vielleicht ein Licht reinmachen könnte in den Stall. Falls wir da mal irgendwie nachts die Köttel wegmachen wollen oder sowas. Weil da können wir ja dann auch aufrecht drinnen uns bewegen. Der Hirsch springt nur im Dreieck. Habe ich den jetzt gar nicht getroffen?
Also ihr wartet auf Jetzt. jeden Fall einiges auf Abholung. Wie Ich viel, komme. weißt du, kannst du mir gleich auch vielleicht einmal kurz sagen, wie viel wir schon haben? Wir haben 48. Oh, das ist schlecht. Ja, das wird vielleicht dann doch nicht diese Folge. Wie, bist du zu langsam am Sägen oder was? Ja, mir wird ja keine bessere Maschine gegönnt. Nö. Und ich will gleich auch gerne mitkommen, wenn der Käse fertig ist, weil ich will einmal sehen, wie viel Geld das so bringt. So, das sind noch 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, nochmal. 2, 4, 6, 8, 10, 12, Würdest du 14. Ja, sägen sind, und nicht nur zählen? Danke. glaube ich, noch 60 Brett, 60 Baumstämme. Also. Weil ich werde nämlich jetzt mal zu den Kühen gehen, die einmal melken. Müssten ja Und jetzt nochmal. mittlerweile soweit sein. Und dann dürfte der Käse auch. Jetzt 64 sind jetzt drin. An Balken. Oder Brettern. Balken hast du ja da. So, der eine ist fertig. Der sieht richtig verbrannt aus. Oh! Hast du gerade Besuch gehabt? Nee. Der kam aus. Der sah so aus, als kam der aus der Garage. Der springt aber so hin und her, den kriegst du nicht. Jetzt ist er hier bei den Kühen. Weiß ich nicht, ob ich den treffen kann. Ach, die Kuh. Was ist Nein, die Kuh getroffen? nein. Die laufen raus. Ja, ich sehe es. Das Problem ist, du kannst nicht. Die steht jetzt mitten in der Tür. Komm. Ne, die Kuh habe ich nicht getroffen. Aber du kannst nicht so schnell wechseln. So. Soll ich dir mal was sagen? Die Kuh ist so abgedampft. Ah, hier ist sie. Ja, die ich komme gar nicht hinterher. Ja, ich Ich hab's habe die eine gesehen. jetzt reingelassen und die rennt vor mir wieder raus. So, kann ich die nicht irgendwo anbinden? Jetzt mache ich erstmal eine Seite zu. So, oder beide Seiten zu. So, jetzt hast du nun davon. Jetzt logge ich sie. Jetzt komme ich hier nicht aus der Tür, weil der hier da liegt. Kannst du die einmal hinten reintun in den Stall? Die andere? Oder Ja, ich komme. einmal in den Stall, Tür zu und dann. Ja, die wollen alle abhauen. Vielleicht sollten wir, wenn wir das Ganze irgendwann mal drehen, vielleicht so ein Doppeltor machen. Jetzt macht das Tor zu. Ach, kann ich das jetzt schon machen? Es wird einfach so ein Doppeltor installieren. Die rennt schon wieder weg. Obwohl. So eine kleine Schleuse. So. Hier rückt jetzt nicht mehr raus. Hier geht es nicht mehr raus. Eigentlich wollte ich doch nur melken. Ja, und jetzt hast du da noch Fleisch und. So. Aber ich würde die Milch vielleicht noch gar nicht mal verarbeiten. Wir können ja erstmal gucken, wie viel Geld denn alles so bringt. Ne, ich schütte jetzt erstmal nur in dem. So, du bist das. Ich dachte, ich dich gleich nochmal melke. Wahrscheinlich werde ich jetzt in eine Wand backen. Wie weit kann ich? Das ist auf jeden Fall schon mal gut, wenn jetzt so früh schon so viel auf einmal ansteht. Jetzt bin ich rausgebackt.
den Eimer muss ich noch wegholen. Moment. So. Ich nehme dir mal das Fleisch da weg. So, 14 Liter sind drin. Dann können wir eben den Stall fertig bauen. Ja, gut. Oder du erst mal, weil ich muss jetzt noch, glaube ich, 2 Baumstämme machen, dann sind wir, glaube ich, durch. Oder nee. Ich glaube, genau das, was jetzt da jetzt liegt, plus das, was jetzt kommt, müsste dann fertig sein. Aber ich mache noch mal lieber ein bisschen was extra. 72. 24, das heißt, 3 Stacks müssten da jetzt noch rechts liegen, oder? Ja, dann passt das perfekt. Ja, habe ich nicht gedacht, dass wir das so schnell hinbekommen mit dem Haus. Hast du jetzt schon? Nee, ja, aber weiter? Der eine fehlt noch. Ein Stack fehlt noch. Oh. Das sieht gut aus. So, dann. Jetzt müssen wir natürlich immer nur hier reingehen, wenn wir dann Eier und so weiter holen müssen, oder? Ja, ja. Und die Wassertrog und müssen wir noch bauen. Aber wir ziehen ja jetzt eh noch nicht um. Ich würde sagen, wir ziehen dann irgendwann, wenn der Getreide fertig ist, dann brauchen wir wahrscheinlich auch nur einen platzieren. Das kann auch sehr gut sein, ein Futtertrog. Da der ja immer voll gemacht wird. Ja. Und hier können wir leider keinen Zaun anbauen. Ich war mir überlegen, ob man hier draußen vielleicht noch einen Zaun macht, aber das scheint nicht zu funktionieren. Also er hat keinen Einrasspunkt. Mhm. Schade. Ja, also in der Nacht dann die Eier versorgen oder die Hühner versorgen, weil dann bewegen sie sich nicht. Ja, dann schlafen sie. Und dann greifen die einen auch vielleicht nicht an, wenn wir dann jetzt hier da dran. Guck mal hier. Wollen. Geh mal nach links außen. Ah, aber gut, dann kommen sie ja trotzdem hinterher. Schätze ich mal. Ja, oder? Wir nehmen das, was wir gerade haben, für die Zucht und hier kommen einfach nur Hennen rein. Dass wir gar nicht das Problem haben mit befruchteten Eiern. Das können wir so machen. Aber dann können wir alle Eier einfach problemlos wegnehmen. So, dann lass uns nochmal Käse verkaufen gehen. Wir haben nur noch gut. Wenn 2 Stunden noch Zeit. Ja, dann. So, achso, warte, ich wollte die Säge einmal ausmachen. Fahren wir mit deinem? Können wir. Willst du alle 3? Was sind die denn? Ach, da unten. Ja, ich hab die separat, weil der eine sieht ja richtig rot aus. Der ist ohne alles. Dann schwing dich auch mal auf den Fahrersitz. Ich komme. Nee, mit dem Auto kann ich nicht fahren. Das ist zu schnell dafür, dass bei mir so spät erst rendert. Also ich. Was haben wir denn jetzt bezahlt? Also wir haben für 125. Also wir haben 25 Dollar ausgegeben bei dem Weißschimmelkäse für die Kulturen. Ja, ups. Das heißt, wir müssten ja schon mal über 25 bekommen mit dem Käse. Weil die Milch ja auch noch da drin steckt. Und ja, das. Ja, wo gehen wir die überhaupt verkaufen? Gehen wir jetzt hier bei Best Burger. Erstmal gucken und dann beim Laden. Ja, komm, wir haben ja die Zeit, können wir gerne einmal vergleichen. So, hier sagt der Verkauf. Der eine 100 und der andere 60. Und wenn du jetzt guckst, bei den 60 kommen nur noch mal die 25 drauf für den Schimmel. Das heißt, da machen wir dadurch, dass wir den Schimmel reintun, noch mal 15 mehr Gewinn. Mhm. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Gut, jetzt gehen wir zum Laden. Und da würde ich sagen, verkaufen wir auch, weil sonst ist gleich auch dunkel. Hier hoch jetzt, ne? Ja.
Und dann war es das auch schon wieder von dieser Folge. Ja gut, wir haben ja auch schon um 1:30 nachts gestartet, ne? Da war ja jetzt auch eine Menge los. Hühnerstall fertig gebaut. Ich habe gedacht, ich käme da rum. So, kommst du noch rein? Frage, was passiert, wenn du drin bist oder Sch Laden Das habe ich schließt? mich ja, das habe ich mich vorhin auch schon mal gefragt. So, Verkauf. Genau derselbe Preis. Genau Dann derselbe. würde ich sagen, immer Best Burger, weil einmal kommt man da nicht in die Bredouille, die Kühltruhe zu verkaufen. Plus man hat vielleicht ein Angebot. So, was haben wir an Kohle wieder? 1186. Dieser Vorratsbehälter für Käse, der, ich weiß nicht, der kostet auch nur 180. Also wenn wir jetzt wirklich Richtung Käse dann gehen. Wo ist der denn? Beim Buch ganz unten. Ach so, du bist beim Bauen wieder. Ich habe Ja. gedacht, hier gibt's. Oh, guck mal, hier gibt's bald Ziegen. Und Wasserbüffel. Wasserbüffel? Ja, Gaffernbüffel heißt er hier, aber sieht wie so ein Wasserbüffel aus. Soll ich hier nochmal Blauschimmel, einmal Blauschimmel kaufen? Oh ja, Dann gerne, gerne. Dann haben wir in der nächsten Folge direkt den Vergleich. kaufen. Also wenn ich so viel Fläche noch brauche Hat er und dann die jetzt Bäume. gekauft? Krasse, so. Jetzt. Ja, habe ich gefunden. Dann will ich aber die bessere Maschine, wenn wir so viel Platz brauchen, dass wir Platz haben für Büffel. Ja, ich glaube im nächsten Patch. Aber wie gesagt, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet nächstes Mal wieder ein hier beim Rennsimulator mit dem Kellerkind und dem Marcel. Ciao.